böser Finger. Ach, sorry. Ah, da, 100 Meter in die Richtung. Gut. Vergiss nicht, die Erdbeeren zu kochen. Ja, ja. Und vor allem aus dem Fleisch wieder gekochte Erdbeeren zu machen. Ich hoffe wirklich, dass die Entwickler einfach den Humor beweisen und dann später ein Rezept hinzufügen, wo du, egal was für eine Zutat, zu gekochten Erdbeeren machen kannst. Als richtiges Rezept. Mit Überraschungseffekt oder so. Ich war auf Lauer. Ich war Busch. Was macht wohl ein Kerl, der 3 Tage unterwegs ist, im Busch alleine? Entweder kacken oder sich einen runterholen oder beides. Oh shit, ich kenn. Ah, ja, ich habe die Befürchtung, dass das Gebiet hier vielleicht ein bisschen hart wird. Nee, nee, das wird. Ist eine schöne Quest, aber. Meinst du, es sieht ein bisschen so nach Ork-Befestigung aus? Alles so halb zusammengenietet. Nee, da müsst ihr gar nicht rein. Krei ist das jetzt hier. Wartet mal ganz kurz. Ich vermute hier ein bisschen Loot. Okay, falsch vermutet. Schade. Wie schade, ist aber irgendwo. Wartet mal, mir fällt gerade eine Sache auf. Ich habe total vergessen, meinen Taskmanager im Blick zu behalten. Oh, ist das geschmeidig. Ist das geschmeidig. Sobald wir nicht in der Stadt sind, alles geschmeidig. Smarties! Smarties! Ich stell mir gerade echt so vor, irgendwann treffen wir uns zum Lappen, weil wir so krass auf dem Spiel stehen. Und dann heißt es, Heilung bitte! Und Sid stellt sich hin, schmeißt ein paar Smarties in die Luft. Ja. Ach, hier sind wir wieder in Gegnerstufe 15. Ja. Mal mein Questboard ein bisschen wegmachen. Mhm. Oh, mein Fall. Nein! Oh oh. Deck and deck. Tschüss. Disconnect. Der Server ist weg, glaube ich. Ja. Aber hey, wir haben jetzt wie lange durchgehalten? 4 Stunden ohne Disconnect. Oder oben steht auch, Leck entdeckt. Naja. Oh, das hatte ich heute Mittag auch gehabt. Aber Ziel ist erreicht, Kompanie ist gegründet, wir sind alle in der Kompanie drin. Die Einladungen sind rausgegangen. Obwohl Bolte ja noch nicht mal hingekriegt hat, eine Freundschaftsanfrage anzunehmen. Ich glaube nicht, dass er es hinkriegt, eine Kompanie-Einladung anzunehmen. Übrigens, Fenrir, an dich, die Einladung ist auch schon raus. Wenn du morgen früh reingehst, kannst du theoretisch annehmen. Erdbeer auflaufen, lecker. So, müssen wir mal anders hinsetzen, Leute. Gucken wir mal, was die Berichte sagen, die Forumsberichte. Generell sind sie nicht offline, was sagt Login-Probleme? Gibt es da unten einen neuen Eintrag? Vor 2 Stunden kam einer für Nav und Yama. Ansonsten nichts. War ich nicht schon höher? So. Aber schön, dass wir wieder 18 Zuschauer sind, Leute. Das freut mich sehr. Damit kriege ich meinen Durchschnitt schön nach oben gehoben. Bringt wieder weitere Achievements. Boah, nice! Oh, geil! Was? Ich habe normalerweise eine Bitrate von 5800 Kilobyte per Second. Aber jetzt durch die Umstellungen, die ich gemacht habe, habe ich 6700 Kilobytes mehr die Sekunde. Muss ich mich auf jeden Fall nochmal bei Viking Blood bedanken. Das Witzige ist halt nur wirklich für mich, dass auf meinem Monitor ab und zu mal so ein kleiner nachträglicher Ladestreifen drauf ist, aber im Stream anscheinend nicht. Mach's gut, Uwe. Schlaf gut. Danke, dass du da gewesen bist. Bis morgen bestimmt. Und erneut danke für die Bits. Bei mir sind alle Europa-Server weg. Ich bin kein mehr. Wenn du jetzt hier mal auf Server drauf gehst, siehst du, dass du 7 Stunden brauchst und da 1170 in der Warteschlange sind. Achso. Ja. Kann das sein, dass einfach gerade so viele drauf waren? Na, oder die haben gerade jetzt nochmal nachträglich irgendwas. Moment mal. Ich war schon Level 12, liebe Entwickler. Warum steht das hier Level 9? Also, ich habe weniger als eine Minute. Hä? Wieso bin ich Level 1?
Okay. Stufe 10, obwohl ich also, ihr findet Server oder wie? Ich finde gar keine. Der lädt also, wenn ich jetzt anfange, mich einzuwählen, bin ich nach Full Release wieder da. In 105 Tagen. Doch so früh. Ich bin ja. Eine Schlange Position 18. Pass auf, Leute, startet das Spiel einfach mal alle neu. Und dann gucken wir mal, weil das war heute schon mal so. Bei Vikingblatt, wo ich zugeguckt habe. Und da war nach 3 Minuten alles wieder in Ordnung. Okay. Warteschlangenposition 3. Ui. Du bist immer so an nebenbei an sich. Insgesamt hat der Kanal schon 2000 Aufrufe jetzt hier auf Twitch verursacht. Und das sind die Live-Aufrufe und die nachträglichen Aufrufe. Und das innerhalb von der kurzen Zeit ist ein viel, viel besserer Start als damals auf YouTube. Naja, wahrscheinlich auch deswegen, weil jetzt viele von YouTube mit rübergekommen sind. Ja klar. Damals habe ich aber 0 angefangen. Dann 2 Wochen später 23 Leute gehabt. Das war über Facebook Freunde aufgefordert. Okay. Wo unter anderem die dunkle Lady mit dabei ist, die ja regelmäßig hier immer noch vorbeischaut. So, gucken wir mal. Bei mir steht immer noch, dass ich Level 9 gewesen wäre. Kann aber nicht sein. Vielleicht ist es auch so eine Art... Vielleicht ist es auch, dass alle paar Stunden ein Backup-System durchläuft. Und in dem Fall kleidet es uns alle raus. Also ich bin in Warteschlange Position 353. Na, ich gucke mal, ob ich überhaupt in die Warteschlange reinkomme. Im Backup-System, wenn wir gleich sehen, wenn wir reingekommen. Mhm. Aber ich war 15 und ich bin jetzt hier als 14 gelistet, auf jeden Fall. Ja, ich war 12 und werde hier als 9 gelistet. Bin noch nicht drin. Bin ich mal eben 60 Positionen rumgestiegen. 350 auf 293. Ich werde mal das Fenster ein bisschen groß aufmachen und hier mal den Ventilator ein bisschen swingen. Ich bin ich. Halleluja. So, mal ein bisschen Durchzug gemacht hier. Schon wieder aufgeheizt wie Sau in dem Raum. Oh, ich bin 478. Aber es geht in großen Schritten vorwärts. Ja. Noch ein Platz hinter mir. Lol. Mal gucken, ob ich dich noch überhole. Wenn ich jetzt nicht zu oft auf Y drücke, müsste ich vor dir da sein. 20 Minuten bei 477. Ja, immer noch 478, 29 Minuten. Jetzt bin ich auf 424. 447. Ja, ich werde mir was zu essen holen. Ich habe noch gar nicht geguckt, ob man sich ein Motto eintragen kann in die Kompanie, weil dann würde ich reinschreiben, vorwärts laufen und Y drücken ist unser Motto. Alles klar im Bus, viel Spaß im Log und vielleicht bis nachher. Ja, also jetzt scheint es wirklich Echtzeit-Warteschlangen zu sein. Es scheint in Echtzeit runterzuzählen. Alter, meine Finger, der misst sich, warum das? War davon duschen? Und 389! Habe ich schon mal erwähnt, dass mir die Musik im Spiel gefällt? Seid ihr noch da, Jungs? Nee, du hast mich überholt. Bei 390. Ja, siehst du, ich sag doch. Nicht auf Y drücken. Das gibt's doch gar nicht. Oh, jetzt habe ich 377. Ah, dann hast du mich jetzt überholt. Hin und her.
Ihr seid schon wieder. Warum seid ihr schon wieder einen Kilometer entfernt? Also ihr werdet zum Beispiel auf der Map hier angezeigt als Schlacht. Das ist ja lustig. Echt? Lol. Ja. Aber ich stehe dann hier sind das interessant. Wir hatten ja vorhin mehrmals Leute gesehen, die mitten auf dem Weg schlafend gelegen haben mittendrin. Dann sind die zwischendurch noch einmal rausgeflogen. Jetzt seid ihr weg. Alle Mann gleichzeitig. Lol. Okay. 378 bei mir, aber die erwartete Dauer springt manchmal eine Minute wieder zurück, statt vorwärts. Was mir aber auffällt in der Warteschleife, verschwindet nicht immer wieder mein Charakter zwischendurch. Im Hintergrund, was ja früher so war, also vor 2 Tagen und vor 1 Tag. Ich könnte euch zum Beispiel einen grünen Eishandschuh angeben. Abgeben, nicht angeben, abgeben. 217 Plätzen kannst du dann gerne mit dem Magier unter uns darüber sprechen. Gregor hat sich schon Popcorn geholt, weil es jetzt spannend wird, das Rennen, wer zuerst wieder joint. Ey, jetzt bin ich Platz 236, dann ernst, ich war gerade noch 217. War bestimmt irgendwo ein Schaf in der Nähe, ich musste zurücklaufen und das Schaf töten. So, Leute, ich mach nochmal eine Pinkelpause in der Zeit. Das, denke ich, ist mal ganz angebracht. Das ist eine gute Idee, ja. Dann muss ich mal kurz hier switchen. Habe ich noch mal ein bisschen Werbung rein. Ich hau jetzt einfach mal, weil es noch ein Weilchen dauert, hau ich mal. Oh, ich muss das noch einfügen, sehe ich gerade. Hau ich mal. Ich hau mal 3 Minuten Werbung rein, Leute. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da ist er wieder. Bringt man mal eben Sturen, Müll runter, ist der Robin im Stuhl-TV. Ja. Werbung müsste runterlaufen.
Ja, noch eine halbe Minute läuft noch Werbung für die Leute, die Werbung sehen. Und dann sehen sie mich hier gleich mit einem kleinen Hüngerchen. Um die Marke mal nicht zu nehmen. Jetzt muss ich gucken, wie ich es halte, damit die Marke nicht angemeldet wird. So. Obwohl, mir fällt auf, die ganze Zeit über habe ich noch das Etikett an meiner Wasserflasche dran. Blöd gelaufen. Erwartete Dauer 28 Minuten. Warteschlangenposition 43. Oh, ich bin von 217 schon wieder auf 239 gesprungen. In der Zeit, wo ich jetzt mal kurz 2 Minuten Pause gemacht habe, bin ich bei 236 gelandet. Von 219 auf 237? Von 217 auf 239 und jetzt auf 236. Du bist einmal hochgesprungen wieder? Ja. Was ist das denn? Ja, ich glaube, es gibt wieder Probleme. Ich denke mal, ich werde nochmal abbrechen und nochmal neu starten. Weil die Server vielleicht noch gar nicht richtig da sind. Ich gucke mal zwischendurch noch auf die Statusmeldungen von den Servern. Ja, bei mir hängt es jetzt auch bei 235 und die Minutendauer ist auch wieder hochgegangen. Mhm. Oh, ich breche nochmal ab hier. Ich glaube, wenn du jetzt neu startest, dann bist du bei 500 wieder oder so. Es kann auch einfach sein, dass die noch gar nicht wieder richtig da sind, die Server. Dass man noch gar nicht wieder richtig reinkommt. Das hatten wir ja die letzten 2 Tage schon öfter gehabt, dass man sich denkt so, okay, es geht vorwärts, wir haben es gleich, wir sind gleich da und dann doch nicht. Witzigerweise, gestern vor einem Tag wurde geschrieben, die Login-Probleme wurden behoben. Das nein. Sieht man. Naja, die ist ja schon besser geworden auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Stand bei mir hier 20.000. Anmeldung nicht verfügbar, Wartungsarbeiten im Gang. Kann doch gar nicht sein. Habe ich gerade als Info gekriegt, ich bin rausgeflogen. Lol. Aber wie kann ich denn dann spielen? Verbindungsfehler bei mir. Mein Ticket ist ungültig. Super. Was? Hauptsache bei dir ist das Ticket ungültig. Ich mein Anmeldeticket ist ungültig. Und abgelaufen. Ist erneut. Jungs, ich bin Warteschlangenposition 1. Ich bin jetzt 14. Das gibt's doch gar nicht. Da haben sie mich rausgeworfen, damit ihr jetzt reinkommt. Super. Dann haben sie erst nochmal neu gestartet, deswegen. ...85 bin ich jetzt, okay? Ich bin mal gespannt, ob ich meinen Handschuh gleich noch habe. Ich hab noch einen für dich, ich hab gerade einen gefunden. Henry, die Login-Probleme waren aber die Wartezeiten. Also die Warteschlangen waren die Login-Probleme. Und da gab es noch Login-Probleme, dass man sich nicht mehr einloggen konnte, trotz erstellten Charakter. War das irgendwie neu? Ich will mir irgendwas zu trinken. Also während ihr gestern gezockt habt, kam ich ja stundenlang gar nicht drauf, weil die Login-Server nicht mehr da waren. Also es konnten nur die spielen, die drauf waren, aber die reingehen wollten, haben keine Chance mehr gehabt. Gestern Abend. Okay. Da kann ich mir Login-Server-Timeout. Okay, Fendrich schreibt auch gerade, dass das nochmal was anderes war, als ich jetzt meinte. Okay, wusste ich nicht. Ja, aber das mit unter einer Minute ist bei mir eine Fehlprognose, glaube ich. Dass ich auf Warteschlangenposition 1 wäre. Eine Invasion findet statt, Windkreis. Einige müssen unbedingt nur Energy kochen mit Wochenende. Wären wahrscheinlich wieder so eine 12-Stunden-Stream, wie ich mich kenne. Ja, fängt ja wieder anscheinend, ne? Ja. Ja, genau, Fendry. Also, ich war eigentlich Level 12, kurz bevor der Serverabbruch war. War ich Level 12 und jetzt steht da immer noch, ich wäre Level 9. Also, das Backup scheint noch nicht durchgerettert zu sein und deswegen denke ich mir, es bringt jetzt eigentlich auch nichts, jetzt hier so lange versuchen anzumelden, wie da halt noch das falsche Level steht, glaube ich. Und jetzt sind es bei mir plötzlich 3 Minuten. Oh, Moment, ich steune. LOL! Okay, cool. Gerade den Becher aufgegessen und schon joine ich. Also wissen wir in Zukunft, wenn es Login-Probleme gibt, mit den kleinen Hunger einen Becher schnappen, auslöffeln und dann joinst du. Wo du gerade Becher sagst, krieg ich irgendwie Bock auf dem Eis jetzt. Ja, und ich hab Level 12. Weiterhin.
bin auch drin. Sehr schön. Ja, und Decker wird direkt vor mir nichts tun vermöbelt. Und isst nebenbei erstmal noch was. Wer wieder da? Wer noch? Ich bin gerade im Ladebildschirm, ich bin da wieder drin. Okay, wir halten die Stellung hier. Hi, gut. Jo, am besten hier erstmal stehen bleiben. Und immer wieder dann den, der hier neu spawnt, dann vermöbeln bis Lord Seife und. Wer fehlt denn noch? Ansonsten. Was war denn das für eine miese Leier von denen? Was wäre? Wo? Also wirklich. Ja, ich spawne und werd verprügelt. Okay, ja. Wir haben dir geholfen. Ja, ich hab's gesehen. Ja. Hast ich du schon was gegessen? Ja, hast du. Ja, ich hab erstmal direkt ein Fleisch reingezogen. Oh. Was haben wir denn schon noch? 1, 2, 3? Wer fehlt? So, nein, und wieder entdeckt. Jetzt legen wir wieder raus. Mein Game hängt aber schon wieder, ne? Ja, wieder wegentdeckt, ja. Okay. Okay, ja, immer noch wegentdeckt. Fenrir, nein, ich kann dir definitiv sagen, dass du mehr Gamezeit hattest als ich, weil den ersten Tag habe ich 4 Stunden in der Warteschleife gesessen und gestern nochmal 1,5. Und du hast ja immer vormittags gestreamt und du bist ja immer sofort drin gewesen. Also du hast definitiv mehr Streamzeit gehabt als ich. Ja, Verbindungsabbruch. Geflogen. Ja. So, dann kann ich nochmal so einen riesen Pot Eis holen wahrscheinlich. Ich sag mal, dadurch, dass du ja in dieses eine Hochlevelgebiet bist, konntest du ja eh eine Zeit lang nicht wirklich leveln. Das auch noch, genau. Obwohl, ich habe 3 Level nur durch Rumlaufen gemacht und Sachen erkunden. Ja, aber in der Zeit hättest du vielleicht sogar mehr Level machen können. Ja, vermutlich. Und vor allem auch besser skillen können und so weiter, weil vom Rumlaufen kriegst du ja keine Skills. Naja. Boah, jetzt steht die Anmeldung nicht mehr möglich wegen Wartungsarbeiten. Okay. Das wäre doch cool, wenn sie halt nicht nur Serverstatus als Dingens hätten, sondern auch, wo finden gerade Wartungsarbeiten statt? Oder wo sind Wartungsarbeiten wann geplant, dass man das weiß? Oder zumindest in-game eine Stunde mal vorher eine Mitteilung, dann und dann sind Wartungsarbeiten. Ja. Na gut, Gregor, dafür ist ja jetzt die Beta eigentlich da, damit wir das alles irgendwann mal richtig einrichten, ne? Ja. Gregor, du siehst ja, dass nicht so viele da sind. Also du kannst jederzeit Feierabend machen, Junge. Und wie gesagt, morgen hast du ja, morgen und Samstag sowieso Freistellung. Ich erwarte bei diesen spontanen Dingern von euch nicht, dass ihr anwesend seid. Es ist schön, wenn ihr da seid, da freue ich mich schon drüber, wenn ihr dann auch helfen könnt, falls irgendwelche Vollidioten kommen oder auf einmal die Masse angestürmt kommt durch irgendwelche Raids und so. Aber brauchst nicht um Erlaubnis zu fragen, weißt du doch. Ich heute ab 11 frei. Nein, du bleibst die ganze Nacht. Teil des Schiffs, Teil der Crew, mach Flachkörper. Aber nicht aus dem Fenster. Mach's gut, Fenrir, bis morgen dann, ne? Achso, Fenrir, wann hast du vor, live zu gehen noch ganz schnell? Weil ich würde dann wahrscheinlich wieder früher anfangen. Hab ja morgen auch wieder früher Feierabend. Oder schreib's mir über WhatsApp. Einfach nur, dass ich irgendwas im Zeitplan habe für morgen. Ja, Robin, wenn du online gehst, kannst du mir ja Bescheid eben schreiben. Ich hab mir eh nichts zu tun. Kriegst du ja über Facebook und Community Area mit, weil ich vergesse das wieder, den Leuten einzeln zu schreiben. Aber was ich jetzt mache, ist, dass ich dich bei der Gruppe mit einfüge. Einloggen geht wieder? Dann starten wir das Spiel. Ich füge dich mal bei Fatzebook in der Gruppe mit ein. Du streamst ja auch, Decker, ne? Aber total vergessen, Werbung für dich zu machen, fällt mir ein. Ja, aber ich habe ja einen Stream jetzt gerade seit dem Abbruch. Apropos Abbruch, bei mir bricht gerade irgendwas hier ab, glaube ich. Sagt mal irgendjemand was, bitte. Hallo. Hallo, hallo, okay, ich bin drin. Und ich habe schon wieder einen Gegner vor der Nase. Ist 1, 2, 3, 4, 5. Und diesmal geht er auf Plattfuß. Lol. Ja, ich kann gerade das Spiel gar nicht mehr stoppen.
Also ja, ich habe einmal komplett neu ausgelockt, also komplett beendet und nochmal neu gestartet. Genau, das habe ich auch gerade gemacht. Inklusive Steam ausgemacht, fertig. Mal gucken, wie lange es dauert. Wird nett angenommen. 3 Stunden. Okay. Ich krieg hier so ein Ding angezeigt. So eine Säule, eine Lichtsäule. Ja. Siehst du die auch, Decke? Ja. Und ich habe nichts gesoffen. Das ist der Fehler. So, ich mach mich überhaupt irgendwas vorgehoben? Bei mir wird immer noch angezeigt, ich wäre Level 9. Ja, aber in-game bist du normales Level. Ich okay. Bin auch auf 12. Sid, ich hau dich mal auch mit zur Gruppe, ne? Ja, was denn? Was für eine Gruppe? Also wolltest du mich eigentlich jetzt zuhauen? WhatsApp-Gruppe. Achso. Ist auch schon passiert. Ah. Yo, World, im Pimmel. Lies es bitte nicht laut vorlesen, danke. Zu spät. So, wieder drin. Ja. Nice. Als wäre es gewesen. Flachkörper mit Bimmen. Könnte ich eigentlich hast du recht. Könnte man jetzt eigentlich so, weißt du? Ach, die Flasche. Komm hier, du also, Scheiße. Also, während ihr jetzt gerade AFK hier rumgelegen habt, hier auf der Wiese. Oh, danke. Ich hätte einen Handschuh da für einen von euch, den haben möchte. Hast du die Quest jetzt wenigstens mal abgeschlossen in der Zeit oder müssen wir jetzt immer noch wegen dir hier rumlatschen? Nein, einen muss ich noch machen. Und zwar einen Eishandschuh, Eisstulpen, 248 Rüstwert. 115 Schaden. Wer will den haben? Magier. Nee. Ja, ich würde ihn nehmen. Ja, sag ich doch. Da. Gibt da bestimmt auch dann in Zukunft die so Gilden drohen und sowas, oder? Ich hoffe. Einfach alles reinwerfen können später. Obwohl braucht man ja vielleicht gar nicht, weil die Gilden selber haben ja ihre Häuser in den Siedlungen und in den Siedlungen hast du ja die Schuppen und jeder hat ja seinen eigenen Schuppen. Dann hätte ich ja noch eine Streitaxt des Verderbnis des Soldaten. 256 Rüstwert, 258 Schaden. Ui. Plus 11 Punkt Stärke, ja. Es sei denn, der Plottfuß braucht selber. Der hat ja auch Streitachs. Oh Mensch, ich hab... Danke, dass ihr nicht aber Bescheid gesagt habt, Gregor. Danke fürs nicht Bescheid sein, dass ich noch nicht im Live-Modus bin. Plottfuß, brauchst du den? Ich sehe gar nichts. Habt ihr was... Moment. Habt ihr was in den Chat reingeworfen? Nein, pass auf, ich hab nur Guck mal, ob du den haben ich willst. Ich kann kurz den Computer neu starten. Ich glaube, mein Computer hat er gerade verabschiedet. Oha. Ja. Das ist heavy. Oh ja, die sieht gut aus. Vorsicht! Aber die ist auch noch ein Tick besser wie meine, die ich kann. Ja, aber hast du noch nicht bekommen, oder? Heißt, ich muss nochmal handeln? Nein, ich hab's noch nicht bekommen. Nee, das ist die falsche. Wo bist du? Ach, da. Jetzt hab ich nicht. Ich wollte mein Tagebuch. Sid, ich habe hier einen Trank, der Mana und Gesundheit wiederherstellt. Ich denke mal, der ist eher was für dich. Muss ich mir jetzt aufdrücken, einsperren oder? Handel? Nee, ich weiß nicht doch selber. Ich heil doch. Dankeschön. Achso, ich hätte was, wenn dir mal Mana ausgeht, hätte ich einen Trank hier für dich. Nee, also Mana geht mir nicht aus. Das bisschen, was ich hier heile, also okay. Die Heilung verbraucht echt gar nichts. Okay. Also ich nehme mal an. Ich auch nicht. Okay. Ich schätze mal, einen 100er Rüstwertshelm braucht keiner von euch, ne? Nee. Auch nicht. Gut, kommt der weg. So, das sind die beiden Questen. Muss irgendwelche Drohnen suchen.